Hallo, mein Name ist Dennis Frey. Ich arbeite bei Gimelli Engineering seit 2,5 Jahren als Konstrukteur. Meine Aufgabe als Konstrukteur ist es, Teile zu zeichnen, die dann schlussendlich in den Maschinen oder Anlagen verbaut werden. Und natürlich auch die Spezifikationen auslegen und die Teile so gestalten, dass sie auch funktionieren. Und dann im Endeffekt auch die Zeichnungen davon machen, dass man die auch herstellen kann. Es hat mir eine coole Bude gedacht. Ich konnte nach der Lehre nicht dort bleiben, wo ich gerne wäre geblieben. Also beim Betrieb, wo ich die Lehre gemacht habe. Und dann habe ich durch mehrere Zufälle und mehrere Kontakte von Gimelli erfahren. Ich habe das recht cool gefunden. Die Stelleninserat war zumal schon recht lustig beschrieben. Also habe ich gedacht, ja, probieren wir mal. Und innerhalb von einer Woche bin ich dann hier. Es ist recht zügig gegangen. Falls ich mal von hier gehen würde, diverse Erfahrungen in so ziemlich fast allen Themengebieten, die man sich vorstellen kann. Es ist recht divers. Man hat viele verschiedene Themen. Von jetzt den Basics à la CADs, wo wir vier davon haben, fünf CADs, bis zu mechanischen Details, wie das man Sachen macht, wie das man Teile gestaltet, Kundenumgang. Wir sind auch recht nahe mit den Kunden zusammen, wenn wir aber vor Ort sind. Sehr viele verschiedene Sachen. Im Moment bin ich vor allem gerade im Testen von diversen Prototypen dran, bei unserer Werkstatt hinger. Vor dem war ich beim Kunden und habe dort Konstruktionsunterstützung gemacht von diversen kleineren Sachen und auch größeren Sachen. Und hier intern vor allem bin ich auch an den Projekten beteiligt, an diversen Konstruktionsarbeiten, eben auch Testing, wie jetzt wieder. Ja. Wenn ich so ein Projekt bin, geht es ungefähr vielleicht ein halbes Jahr. Das ist jetzt so das, was ich insgesamt hatte, der Projekt durchschnittlich. Ist eigentlich recht hoch, habe ich das Gefühl. Vielleicht ist es so tief, ich war jetzt noch nicht so lange so viele Projekte gewesen. Aber das ist sehr, sehr unterschiedlich, was der Kunde möchte oder was für ein Projekt es ist. Wenn es Maschinenentwicklung ist, kann das ganz gut länger gehen. Ein Projekt, das ich mal einmal am Anfang mitgeholfen habe, das ist 2 Jahre am Laufen. Die Schwierigkeiten so einem Projekt sind, wenn man recht lange etwas dran ist, versteift man sich so ein bisschen auf einen Weg. Es ist so ein bisschen schwierig, manchmal ein bisschen open-minded zu bleiben und in dem Sinn wieder auf neue Gedanken zu kommen, sage ich jetzt mal. Manchmal hilft es extrem, wenn jemand, der nicht am Projekt beteiligt ist, kurz mal die Augen drauf hat und sagt, oh ja, hast du das schon überlegt, hast du schon mal das gemacht. Das ist recht hilfreich. Das ist eins. Das andere ist, wenn es wirklich grosse Projekte sind, ist die Schwierigkeit, dass dann plötzlich viel zu viele Leute dran waren. Wenn man jetzt etwas gemacht hat und dann muss man vielleicht etwas am anderen arbeiten. Und dann, während dieser Zeit arbeitet wieder jemand an dem, was du hast gemacht. Und dann kommst du zurück und dann ist wieder alles anders. Und das ist auch noch so eine Schwierigkeit. Oder eben auch Details oder die Feinheiten im Auge zu behalten, wenn man etwas von jemandem übernimmt. Oder gegen anpassen, dann macht man sich nicht die gleichen Überlegungen wie die Person. Und je nachdem ist Dokumentation halt schwierig, sage ich jetzt mal, dass man wirklich das Ganze überbringt. Habe ich schon mal einen Abgabetermin verpasst? Ja, also verpasst weniger. Man schiebt ihn lieber. Man sagt, es reicht mir nicht. Können wir da schauen und dann schauen wir mit dem Projektleiter und sehen, wie das Ganze dann handeln. Man schaut natürlich immer, dass man auf den Termin abgeben kann. Manchmal will es einfach nicht. Es gibt auch Situationen, wo der Kunde plötzlich einen Zusatz will oder man kommt in einem Meeting auf eine Vereinbarung, dass es heisst, das müssen wir anpassen, das kann so nicht. Und dann schiebt man ihn, aber Abgabetermin hat auch jeder schon mal verpasst oder verschoben, sage ich jetzt mal. Das ist so ein bisschen normal. Sollte nicht, aber ist so.